Also ich finde es eine große Schweinerei, was da in Russland abgeht. Ne? Also ich finde es nicht in Ordnung, dass die Schwulen und die Lesben da zusammengeschlagen werden und fast totgeschlagen werden. Es ist einfach menschenfeindlich, finde ich. Also eigentlich kann man das nicht kommentieren, weil es ist menschenunwürdig und ich bin fassungslos. Es ist wirklich ein Skandal, dass ein Politiker so weit gehen kann und das Volk so unterdrücken kann und Gesetze, menschenverachtende Gesetze ins Leben rufen kann. Ich finde, da sollte die Politik eingreifen, denn wir als Einzelpersonen können zwar immer auf die Straße gehen, wir können demonstrieren, aber im Endeffekt, gerade in so einem Land wie Russland, haben wir doch recht wenig Einfluss. Den Mund aufmachen, ganz deutlich diese Defizite und diese Mängel anprangern und sich nicht hinter diplomatischen Floskeln verstecken. Also ich denke, dass die Demonstrationen ein guter Anfang sind und wenn man das unterstützen könnte, in größerer Zahl, das vielleicht was bringen würde. Ich denke, wenn das in Russland so tief verwurzelt ist, dass sie jetzt heutzutage noch so ein Gesetz einführen, dann ist da, glaube ich, muss man mehr machen als irgendwie so einen kleinen Protest oder so, da muss mehr passieren.